So, willkommen zurück bei Bonja. Wir spielen Dark Souls 2 und zwar in der ersten Session. Mit dabei ist Leon, der wird mich heute noch ein bisschen backseaten oder eher beraten, wenn ich mal richtig krass gegen die Wand laufe. Wir machen jetzt noch kurz die Subs. Subs und Drink Holder. Die wir noch haben. Und währenddessen können wir aber schon mal ins Spiel reinjumpen und die können wir währenddessen vorlesen. Genau. Es geht noch eine Stunde. Ich spiele heute wahrscheinlich nur bis 1 Uhr. Denn ich will morgen etwas länger spielen. Das heißt, ich kann mich heute nicht rippen, weil morgen um 18 Uhr geht schon wieder weiter. Das heißt, heute bis 1 Uhr und dann morgen wieder ab 18 Uhr erst FTL und ab 20 Uhr wieder Dark Souls 2. Genau. Und wir haben vor 32 Minuten Dateron mit Prime gehabt. Ebenfalls vor 26 Minuten Beppo 00 hat mit Prime für 8 Monate... Was suchst du? Kriegst du sofort. 00 hat Resource Grab mit Prime für 8 Monate. Snoops 8 hat mit Prime für 2 Monate gesubbt und schreibt Mental Soul Eater. Sunberg 08 hat mit Tier 1 gesubbt. Martel BKMN mit Prime. Vor 4 Minuten Hauser mit Prime. Und genau jetzt gerade The Fine Duck mit Prime ebenfalls. Vielen Dank, Leute. An wirklich jeden Einzelnen, der gesubbt hat. Ja. Jedes Trinkgeld, alles. Es ist vor 4 Stunden angefangen. Also heute wirklich richtig krass. Ohne Scheiß. So, also, ich bin jetzt hier bei diesem Bonfire. Ich habe ein bisschen Backtracking gemacht, damit ich ein paar Seelen mir wiederhole, die ich verloren hatte. Und ich würde jetzt eigentlich super gerne den größeren Kollegen da oben ein bisschen bearbeiten. Jetzt gerade nochmal Mark Fischer mit Prime ebenfalls. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. So, du kriegst einen Chat wieder, genau. Weil du hast gut Progress gemacht und hast deine Seelen quasi wieder reingeholt. Ja, Dankeschön. Ja. So. Danke, danke. So. Ah, ich hab gerade auf Chat geguckt! Chat bringt dich um. Aufleveln, please! Leveln? Er verliert sie wieder. Oh, da ist aber ganz schönes Klotz da, ey. Ist das ein Zyklop? Ja, das ist ein Zyklopen. Schwein. Nee, Nilpferde. Der kommt hier rein! Oh. Guck mal. Alter, was? Hä, der ist hingefahren? Was ist das? Guck mal, Crown ist auch hier da. Das ist gut. Immer wenn Crown invadet, stirbst du gerade. Toll. Rip Crown. Sorry. Oh Mann, ey. Schreibt im Chat. Achso, tschüss, Chat. Nein, was? Das ist doch nicht dein Ernst. Doch. Oh Mann, ey, wie kann man so... Oh, guck mal, hier. Ganz viele Nulls. Ja. Ja. Wir haben unsere Seelen aber direkt wieder. Ha. Okay, was muss ich tun, um Chat wieder zu bekommen? Den Großen besiegen? Ja. Okay. Er hat sich ja eben gekillt. Okay, das ist unsere Mission. Das ist der Definitive Stream. Ist das dein Ernst, Matteo? Schreib du mir. Okay, also. Das erste Mal, dass ich Mittag mit einem Vader habe. Vielleicht ist Crown einfach so der Todesgott. Wenn er erscheint. So, also, was ist mit dem Boy hier? Kannst du vielleicht einen Schwanz abschlagen? Nein. Schade. Alter! Er haut gut zu. Was ist denn mit dem los? Das ist Zyklops Pferd. Benutze die BTS-Rüstung. Was ist denn das für ein Move? Das ist übrigens gut. Okay, machen wir jetzt einfach so. Hm? Viel Spannung zum Beispiel. Ich bin... Ja, den kriegen wir mal irgendwie tot. Also ich gehe nicht nach Hause, ne? Bevor der tot ist. Monster müde, Monster umfallen. Also ganz, ich gehe nicht nach... Ist mir egal, ob das hier bis 8 Uhr morgens dauert. Ich gehe nicht nach Hause, bevor das... Vieh tot ist. Braucht meine Seelen wieder, Mann. Umtio. Please don't. Wo hinter mir ist einer? Kommen wir in Rollen-Emote.
So, warte mal. Ich nehme jetzt schon mal eine Estus. Ja, besser ist es. Wir holen schnell unsere Seelen. Seelen, kommt her! Hat er Infinity gesagt? Okay, komm her, du mieser... Ah, der macht immer so eine Doppelattacke. Ich muss doppelrollen, oder was? Alter, ist das dein Ernst? Darf ich vielleicht eine alternative was? Herangehensweise? Du nimmst die Seelen, läufst weg und levelst erstmal. Ah, das ist ein guter Tipp. Das ist ein guter Ratschlag, Leon. Den werde ich beherzigen. Nicht befolgen. Den werde ich beherzigen. So, also wir holen unsere Seelen. Oh oh, es wird eine knappe Kiste. Warum ist der Troll-Dude da? War bei mir nicht. Dann hast du vielleicht die normale Karte 2, die schon fehlt. Nicht mit Skull of the First 10. Oh, Solid 2412 schreibt. Oh yes, Dark Souls 2, mein Lieblings-Dark Souls. Lol, bin aber gerade in Dark Souls 1 wieder am Durchspielen, bevor das Remastered kommt. Das ist ja der Aussichtspunkt, oder? Aber den Checkpoint hier habe ich noch nicht, oder? Das ist der. Das ist der hier? Nee, Majula ist da, wo die Frau ist, zum Leveln. Das ist da, wo du am Anfang von dir hingegangen bist und die ganze Zeit gerippt bist, ganz rechts. Weißt du, Heights Tower? Ja, ja, okay. Da nicht? Nein, ich gehe jetzt nach... Oh, hä, was ist los? Hä? Ich weiß auch nicht. Hä? Ich gehe jetzt nach Majula. Ja. So, da level ich auf. Und dann gehe ich zurück und hau dem Nilpferd auf die Schnauze. Aber richtig. Und ich kann schon mal aufschließen, ich habe ja den Schlüssel. Gut, Matteo, ja, vielen Dank. Mit. Vielen Dank. Wie oft ist er bis jetzt gestorben? 67 Mal. Was? Echt jetzt? Ja. Scheiße. Das habe ich mir gerade ausgedacht, aber ja. So, Level Up. Guten Abend, gerade auf ein Konzert gekommen. Wie lange geht's noch? Buska, es geht noch eine Stunde knapp. Genau, also bis 1 Uhr. Und dann morgen, allerdings geht's viel, viel, viel länger. Matteo startet morgen erstmal mit ein bisschen FTL, hat er gesagt. Macht seinen Hardrun fertig. Genau. Und danach spielt er Dark Souls 2. Ab 20 Uhr. Genau. Und überzieht dann richtig hart. Und macht die ganze Nacht. Nein! Wirst du eh. Dexterity. Also, wir wollen ja ein Dex-Build anstreben. Die Frage ist jetzt: Ich habe ja noch keine Waffe, für die ich das brauche. Soll ich jetzt schon mal in Dex gehen oder soll ich jetzt vielleicht erstmal Vitalität? Also, willst du selber entscheiden oder wollen wir den Chat beraten, befragen, starten, belagen? Also, was ich auf jeden Fall will, ist Endurance, dass ich mehr rollen kann und mehr... Was denn? Wichtig in Dark Souls 2, guck mal, was weiß gerade ist. Wo ist weiß? Da, also rechts, eins rechts einfach davon. HP, Stamina. Dann geh mal eins runter, was dann weiß wird. Nein, eins runter einfach. Vita, guck mal, in Dark Souls 2... Ach, da sieht man, was ist... Genau, in Dark Souls 2 ist Vita für Equip Load und Endurance ist für Stamina nur. Die beiden sind voneinander weggekoppelt. Du verstehen? Das heißt, wenn ich meine Vitalität... Warte mal, was ist ein VGR? Das ist Vigor, das ist deine HP. Und Vitalität? Das ist deine Equip Load. Plus HP. Okay, machen wir jetzt nach rechts. Das heißt, das macht alles, mehr auf... Alles, was weiß ist, wird dadurch gelevelt. Okay. Das heißt, wenn ich meine Endurance hochmache, wird auch HP gelevelt. Mhm. Wenn du Vita hochmachst, wird eine Kübel und HP gelevelt. Okay, ich kann nur ein Level machen. Die fehlen 50 Seelen. Ja, die könnte ich poppen. Hast du vielleicht eine kleine Seele? Ja, ganz, ganz kleine? Warte. Was denn? Okay. Dann, du wirst ja selber entscheiden. Ja, ich würde schon gerne 2 Level machen, weil wozu die Seelen rumschleppen, die werden später eh nicht mehr wert. Wurstekuchen schreibt, Leon größer Andi und Andi größer Leon, damit alle zufrieden sind. Das ist... Ach krass, hier kann man auswählen, wie viel man machen will. Ja. Oh, das ist mal größere. Okay, du machst halt ein paar mehr Level. Ich mach alle. Oh, okay. Also wozu? Wozu aufheben? Okay. Wozu die Dinger rumschleppen, wenn ich... Finde ich eine gute Idee. Hast du den im 1er-Part nicht gewollt erstmal? Ja, weil ich dann nicht genau wusste, was ich machen will, aber... Jetzt haben wir 7220 okay. Seelen. Soll ich eine Richtung nur vom Chat dir sagen? Ja. Wo sie sagen, was du skillen sollst? Ja. Die sagen, du sollst ADP skillen.
ADP? ADP. Also Adenosin-Diphosphat. Also D ist Dexterity, P ist Power, A ist Attack. Genau. Attack, Dexterity, Power. Okay, alles klar. Also nur Angriff. Nee, ich erkläre dir einfach, was dieser Stat macht. Der Stat bewirkt, dass du mehr E-Frames hast, wenn du rollst. Und zum Beispiel... ach, echt? Genau. Kann man das... Nee, kann man nicht sehen. Aber ich erkläre es einfach. Also das habe ich... Oh, das wusste ich nicht, das hat mir der Chat vorhin erklärt. Du hast mehr E-Frames, wenn du rollst. Und anscheinend, wenn du Estes trinkst, musst du nicht so lange in dieser Animation bleiben. Mm. Also das ist jetzt nur Halbwissen. Und es gibt noch HP dazu. Genau. Also das heißt Adaptability. Okay, aber das heißt... Also, Stats spoilern. Ganz ehrlich, Matteo soll schon wissen, was es gibt. Ja, das ist ja kein Spoiler, sondern es ist einfach Wissen über das, was ich jetzt machen will und nicht so... Das ist einfach grundlegend so. Also, da das Wort Spoiler zu benutzen, ist ein bisschen komisch, oder? Warte mal. Nein, AGL bewirkt es, aber ADP skillt AGL. Ach so, also AGL bewirkt, dass du mehr E-Frames hast und ADP skillt AGL. Wo ist also, AGL? AGL ist in ADP enthalten. Was? Guck mal hier, AGL. Das ist, dass du mehr E-Frames hast. Und das wird geskillt durch ADP. Einfach nur als Erklärung nochmal extra. Mhm, ja, ja. Okay. Sehr schön. So, das würde ich noch machen. Ich will aber auf den Dex. Mach mal Help. Dex. Also drück mal die Help-Taste unten. Help. Und das? Ah, guck mal, das steht sogar. To read weapons require finesse. Powerful weapons? Raises various attributes to ensure one's survival, boosts agility and various resistances. Okay. AGL, ADP, VIG sind wie über Medizin und Informatik. Nee, Bizeps, das weiß er nicht. Boah, doch, glaube ich, ich weiß es nicht. So, ich würde das jetzt konfirmieren. Direkt, ich habe 6 Level ausgegeben. Ja, das ist gut. Okay, ach guck mal, wenn du 200 Seelen noch mehr bekommst, kannst du nochmal Level. Die holen wir uns jetzt. Ja. So, aber erstmal machen wir hier ganz kurz dem Schmied sein Dings auf. Haha! Dann kannst du nochmal direkt sagen, hier, guck mal, Bro. Hey, Bro. Ah, yes, very good. Now I can get to work. Work, work. Geil, vielleicht hat er geile Waffen. Ah, cool, stimmt. Das hast du mit Schmied vermutlich freigeschaltet, oder? Ja, das nehme ich ja stark an. Hier war eine Kiste oh, drin, ne? Kiste, Loot. Ich habe vorhin durchs Fenster schon gesehen. Short Bow sieht aber aus wie ein Schwert. Okay. Kannst du auch damit zuhauen. Wie ist er denn hier gestorben? Wie kann man hier überhaupt sterben? Hä? Wie können Leute hier sterben? Ich weiß nicht. Wenn sie invaded werden? Vielleicht haben sie mit dem Schmied gefightet. Ah, yes. Very good. Oder wenn sie invaded werden, das ist auch gut. Ja. Okay. Weil du kannst ja auch NPCs angreifen. So, okay. So, das heißt jetzt, wir werden jetzt versuchen, spielt das mit Maus und Tastatur? Nee, spielt mit Controller. Mit Control. Ich mag den richtig gerne, den Controller. Der ist richtig nice. Wer schreibt das? Drasael, genau. Das müssen wir ja nicht erklären. Aber ne, die grundlegenden Stats, was sie bewirken, das wird cool. So, okay. Lass mal gucken, wie wir den hier bearbeiten. Okay, warum kann ich nicht da... Crouch. Der Todesgott ist da. So, deswegen bin ich fast gestorben. Ja. Mann, Crown, ich wollte doch gerade nur gegen Nilfert kämpfen. Wie viele von diesen... Oh mein Gott. Was? Guck mal, da steht da sogar. Hallo, erwinkt, hallo! Hallo, Crown! Oh, das ist ja ein süßes Schild. Lol. Wie viele von den Dingern hat er denn? Dass er nicht ganz in den Welt kann. GG, schreibt er. Ich sitze die ganze Zeit auf dem Kabel oder bleib. Nee, das Kabel ist kaputt.
Nein, ich pass drauf auf. Okay. Jetzt habe ich nicht die ganze Zeit. Ich bin vorsichtig. So, wie kriegen wir jetzt diesen verdammten... Irgendwo sind die schwersten Gegner. Ja, irgendwie der ist so mega schwer. Kann ich hinter dir irgendwie? Alter, setzt er sich einfach auf mich drauf. Lucifer, ich weiß nicht, ob... Ich weiß nicht, ob man das unbedingt jetzt packen muss. Also wir haben es halt schon so in die grobe Richtung gelenkt. Ich denke mal, das... Kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht nochmal her. Ja, komm her. Ja, hä, das guckst du blöd. Das ist immer schwierig, so den richtigen Grad zwischen, okay, so viel sollte man erklären, so viel sollte man ihm geben, und so viel ist halt zu viel. Setz dich hin! Ha! Ja, aber dann kann man zum Beispiel entgegenwirken, indem man einfach das richtige Timing, also ein neues Timing quasi lernt. Oder ein anderes Timing. Setz dich hin! Ich schlag dich! Ich hau ab! Ich bin auch gerollt! Warum kriegt er mich denn da? Fuck. Boah, die sind echt hart. Boah, es ist ganz krass. Man darf halt nicht hinter ihm sein, nicht vor ihm. Seitlich? Oder über ihm vielleicht. Stimmt, springen wir auf ihn drauf. Okay, also guck mal, wenn du ihn besiegst, kriegst du Chat wieder. Das ist natürlich geil. Matteo muss lernen, aufzugeben. Nein. Hey, nein. Mm-mm. Niemand aufgeben. So, erstmal Seelen. Kurz. Trotzdem war es auch nicht langsamer. Ich weiß nicht, ob man langsamer rollt. Also, man ist insgesamt langsamer. Ich denke mal, man kommt auf der Animation auf. Ich denke, die Animation ist der gleiche, aber man kommt halt nicht so weit, wenn man rollt. Vielleicht sollst du auch zwei Hand benutzen. Die Spur geschlagen. Guter Rat. Schön. Setzen Sie sich. Auch so war gut. Setz dich. Warum block ich eigentlich? Das bringt doch eh nichts. Scheiße. Mann! Boah, das ist so mies, dass man bestraft wird für Tode. Schlag seinen Schwanz ab. Das geht nicht, glaube ich. Den Autoblock haben wir ausgestellt. Kann darauf. Ich habe es die ganze Zeit gedrückt, nur aus Reflex. So rutscht mein Leben. Auf wie viel rutscht das runter? Wie viel hast du denn gerade? Was? Wie viel hast du denn gerade? Oh no. Du siehst hier ungefähr, wie viel ist. Alter! Guck mal, wo der Bar jetzt ist und guck mal, wo sie gleich ist. Ja. Ich meine, aber gibt es irgendwie so einen Lock, dass er nicht weiter runterrutscht? Keine Ahnung, das müssen wir rausfinden. Okay, wir werden es bei diesem Gegner rausfinden. Trial and Error. Sieht irgendwie so aus, als wenn es bei der Hälfte gelockt wäre. Komm her, noch eins mal sterben und dann werden wir es sicher wissen. Vielleicht rutscht es auch noch ein bisschen runter. Ja, es war aber schon mal tiefer auf jeden Fall. Ja? Weiß ich nicht genau. So. Keine Ahnung. Was war's für also den zwei Hand. Ah, meine Seelen liegen da, scheiße. Ich muss noch meine Seelen holen. Vielleicht einfach um ihn rumtänzeln. Oh, guck mal, er bewegt sich. Jetzt den Schwanz. Genau. Und jetzt stell ich mal vor, er wäre im Champions Covenant. Hole. Ey, ich bin aber gerollt. Alter, wie der meinen Kopf. Alter, der knackt den wirklich. Scheiße. Ich will den besiegen, Mann. Ist mir alles egal. Mir ist alles egal. Los, call es. Pro Tod 5 Minuten länger Stream. Nee. Dann würden wir hier einfach nie wieder weggehen. Das wäre halt noch schlimmer als Infinity Stream. Und dann würdest du dich einfach in irgendeine Ecke stellen, so.
Wer spielt Super Mario? Warum? Achso, wegen Schwanzabschlag. So. Also. Ich kann ja nicht so viel spielen. Ich kann erst spielen, wenn ich zu Hause bin. Ich habe bisher nur hier im Studio gespielt. Hast du eine Playstation? Mhm. Eigentlich extra für Monster. Oh, ich will meine Dings holen, meine Seelen erst. Und dabei hat Chrome gar nicht ein Date. Mieses. Alter! Mal Estus nehmen ganz kurz. Komm her, komm her, komm her. Ich bin... Oh, ich drück Rollen, ich hab zu spät gedrückt. Frockers und FTL auch noch abends. Was? Frockers hat gerade geschrieben, morgen gibt's übrigens morgens Zelda mit Gino, mittags Dragon Ball Z mit Gino und Leon und abends Dark Souls 2 mit Matteo. Yeah. Und dann und FTL. Genau, dann ist auch noch ergänzt. Boah, da habe ich gerade einen Sub gehört. Also es rutscht nicht tiefer als auf die Hälfte. Das finde ich gut, wiederum, muss ich jetzt sagen. Ja, deswegen, das meinten die von auch. Du hast halt einen kleinen HP-Buff von Natur aus und kannst ihn mit dem FEG erhöhen. Komm, fall hin. Ja. Überleg mal, du hast gerade noch zwei Ringe, die das erhöhen. Ja. Lass dich fallen. Ja. Oh, sehr schöne Rolle. Ja, ja, ja. Ja, boah, Matteo, du hast gerade einen Lock. Boah, Matteo, hast du das Spiel durchgespielt? Leon, hör auf jetzt! Guck mal, du hast ihn durchgespielt. Leon! Guck mal, du hast ihn durchgespielt. Oh. Okay. Jupp. GG, Matteo! Ich krieg Chat! Da, 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 da. Okay. Ja, schon krass, also dass die Gegner halt. Hab ich ihn gerade ausgemacht? Nee, ist alles okay. Gut. Alles gut. So. GG! Okay, okay, okay. Das ist schon mal gut. So, jetzt können wir uns erstmal ganz kurz healen. Hat Matteo mittlerweile geskillt? Ja, hat er. Und ja, kann es jetzt sogar nochmal zweimal, glaube ich. Oh, da gab viel Dings, glaube ich. Geil, 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 geil. Es ist ein bisschen schade, dass man zurück muss, um zu skillen komplett. Aber du kommst halt schnell zurück. Ja, und das ist halt wieder das Gute. Und du kommst halt zwischen den Gebieten auch sehr schnell. Ja, das stimmt. Hier wird geschrieben, sogar das F wurde von BTV geklaut. Das F gibt's aus Call of Duty. F to pay respect. Das ja, also das ist halt ein Internet-Meme. Das ist halt ein Internet-Meme. Das wurde nicht bei Rocket Beans erfunden, aber... Oder bei uns. Bei uns, richtig. Wird bei uns erfunden, als wir Call of Duty durchgespielt haben. So, also. Das war nur ein Scherz, okay. Oder? Nee. Seek souls. Seek the king. That is the only way. Lest this lap. Okay, level up. Also dann würde ich. Ich kann ein Level up machen und noch einen. Dex und. RBDV hat das Internet erfunden. ADP, ja. Maurice schreibt, wir haben das F erfunden und uns müsst ihr Vogel mit V schreiben. Korrekt. So, jetzt kann ich mit Emil quatschen. Stand back. This is dangerous work. This is dangerous work. The name's Lenigrast. Just a simple blacksmith. Lenigrast. And you are? Another useless traveler. Wie kann man so undankbar sein? Nur durch mich ist er hier wieder reingekommen. With his feet planted firmly in the earth. Not roam around like you flirtatious vagabonds. Ey, ohne mich wärst du obdachlos. Go on, show me what you've got. Du sollst uns zeigen, was du da hast.
Let me have a look. Item Repair. Repair brauchen wir nicht. Oder? Gucken, was er zu bieten hat. Ja, mal gucken, was er zu bieten hat. Waffen. Unsere macht ja irgendwie 120 circa, richtig? Ja. 120 gibt's hier auch. 15. Ja, kannst du mal Item machen? Vielleicht gibt's irgendwas, was cool mit Decks skaliert. Ja, da unten sehe ich's doch schon. Achso, stimmt. Ist cool, dass man es direkt sieht. CC. Ich hätte ja gern. CD? B? B? Oh! D? B? Oh! B. Aber Speer, bin nicht so ein Freund von Speeren. Aber, also hier, der Rapier, der ist bestimmt, der sieht schnell aus und der Felkchen sieht auch ganz gut aus. Niklas hat gerade im Channel hart geschrieben, hallo Kinder, ich habe den ganzen Tag Tab gespielt. Echt jetzt? Ich habe übrigens die Community Challenge auch mal gemacht und ich bin bis Tag 24 gekommen. Oder 25. Echt? Okay, krass. Boah, er hat die ersten drei Maps ohne Pause gemeistert auf Max Schwierigkeit. So, wir machen das jetzt so. Warte, was? Sick! Was hat er? Er hat Map 1, 2 und 3 ohne Pause geschafft. Echt jetzt? Auf Anhieb oder was? Keine Ahnung. Aber er ist gerade bei 4 und versucht es auch ohne Pause. Krass. F, Niklas, das ist echt verdammt gut. Bei dir los, Niklas, ey. Chill mal. Chill mal, Niklas. Chill mal. So, wir haben gut Seelen. Ja. Ich würde mir mal den Rapier kaufen. Ich denke, Niklas hat keinen Rechner zu Hause. Der spielt auf seinem kleinen Laptop. Da läuft es, glaube ich, so mehr oder weniger gut. Wahrscheinlich läuft es da in so ein Frame pro Sekunde. Und deswegen braucht er gar nicht pausieren. Genau. So. Hallo, ich will mit dem reden und nicht dauernd diese Bloodstains hier anfassen. So, Buy Weapon. So, ich brauche noch 12 Stärke, um den Rapier... Nee, das ist ja der S-Tog. Der Rapier... Hä, warum ist denn der Rapier so geil? Guck mal, der hat voll den geilen Angriff. Der hat ein B-Scaling und ein D-Scaling mit Stärke. Der ist ja voll geil. Mega gut. Hamu hat Niklas eine SSD eingebaut, deswegen läuft es jetzt richtig gut. Schreibt er. F an Hamu dann. In Laptop? Das ist ja krass. Okay. Stimmt, das saß der hier am Montag. Hinten bei uns im Meetingraum und hat so die ganze Zeit am Laptop gebastelt. So. Also, wir werden jetzt mal den Rapier ausprobieren. Ist er das? Rapier. So, dann gucken wir, wie der aussieht. Rapier. Oh, nice. Den kennen wir doch aus Tags des Alls auch. Ich glaube schon. Ach krass, er sticht so zu. Oh, pass auf, dich. Hätte ich die treffen können? Ich weiß es nicht, aber ich muss die ausprobieren. Wahrscheinlich, ne? Rapier hat extra Repost-Schaden. Ach echt? Oh, ich glaube, wir müssen Reposten mal lernen langsam. Matteo weiß nicht, wie Repost geht. Doch, wir werden jetzt Repost lernen. Passt auf, Leute. Wir werden jetzt die Repost-Master. So, Travel. Also Hamu hat die Maps in Tab geschafft. Genau. Also F an Hamu. Rapier ist eine Waffe für Speedruns. Oder die Waffe für Speedruns. Echt jetzt? Warum? Keine Ahnung. Ich habe mal einen Dark Souls 2 Speedrun gesehen, da erinnere ich mich gerade. Und da haben die irgendwie... es gibt einen Movement-Bug quasi. Achtung, warte, Leon. Wann muss ich's drücken? Bin tot! Es gibt einen Movement-Bug. Irgendwie man kann springen und gleichzeitig rollen oder irgendwie so. Auf jeden Fall ist man dann so in der Hocke oder so und kann richtig schnell laufen. Also so mit Megaspeed, das ist mein Speedhack. Okay. Irgendwie so spielt man den Dark Souls 2 Speedrun. Das habe ich irgendwo gesehen. Vielleicht kann jetzt irgendjemand im Chat ein bisschen was Genaueres zu sagen. Wann ist das scheiß Dings-Timing? Da. Oh! Boah, wie viel Damage. 416 Damage. Holy shit. Ich muss aber nochmal üben. Muss das Timing rauskriegen. Man muss ein bisschen früher drücken, oder nicht? Ich habe das Gefühl. Warum muss man denn da früher drücken? Also man muss die Binoculars nehmen und dabei rollen. Lol, das war mega ätzend. Ich kann dir das Video schicken, Leon. Kannst du gerne machen. Schick's mir mal per PN. Okay, ich muss ein ganzes Stück früher drücken. Also ich muss eigentlich im Prinzip drücken, wenn er zu der Attacke ausholt und nicht, wenn sie reinkommt.
Bei Dark Souls 1 habe ich immer gedrückt, wenn die Attacke halt mich hitten will. Es wurde zwar vermutlich gefixt, aber Speedruns werden auf älteren Patches immer gespielt, wo sowas funktioniert. Also ich weiß nicht, wie es momentan ist, aber zumindest bei Dark Souls 3 ist es so, dass zum Beispiel man muss auf einem früheren Patch aufspielen, wo die meisten Sachen funktionieren. Zumindest werden die so gespielt. Jeder auf einem bestimmten Patch. Ich weiß nicht, ob es auch so bei Dark Souls 2 ist, aber so ist es bei 3. Ich beschäftige mich halt sehr viel damit. Okay, letzter Versuch, um das Pariertiming rauszukriegen. Ich check's nicht. Ich check es einfach nicht. Das, ist ja, das fühlt sich aber ganz anders an als bei Dark Souls 1. Also ich glaube, ich mach's irgendwie... Okay, nochmal. Okay, super, danke dir, Banks. 3. Gerade kann ich es nicht wirklich angucken, aber ich würde auf jeden Fall auf Twitter dann gucken. Sobald die Waffe nach unten geht. Ja, das dachte ich ja auch immer, aber das ist nicht also, so. Also das vermute ich, das Timing stimmt schon so, wenn die Waffe dich trifft, aber du musst halt früher ausholen. Also die Ausholen-Animation ist ja viel langsamer einfach. Oder die Later. Weißt du? Das hey, ich check's nicht. In Dark Souls 1 hast du ja L2 gedrückt und hat direkt gemacht. Ja. Und hier ist es ja so, du drückst L2 und dann macht er erstmal so. Ja, richtig, genau. Also, und deswegen muss man doch früher drücken. Ja, aber früher würde ich ja sagen. Also so sieht es zumindest für mich aus. Milvanti schreibt, dann lass es bitte, Matteo. Nein. Nee. So ein Stream sind wir hier nicht. Aha. Easy. Oh. Hä? Was war das denn? Das war kein. Also das war ein Parry, aber kein Repost. Mann, Schwert. Okay. Also Repost ist tatsächlich, wenn du geparried hast und er so gestunt ist, dass du dann zuschlägst und dieses Special Damage machst. Aber ich dachte, es kommt immer, wenn man dann schlägt. In Dark Souls 1. Ist ja gerade egal, bin ja eh schon auf Max Low Health, deswegen kann ich das so oft probieren, wie ich will. Ja. Warum läuft das Spiel bei ihm nur auf 40 FPS? Ist das eine Art Beschränkung? Oh, Chadwick. Ich check's nicht irgendwie. Wir haben... Guck mal, Leon, warte mal. Du musst, glaube ich, noch früher... So nein, das meine ich nicht. Meinst du, wenn du repost? Wenn ich reposte, warum kam der nicht? Achte mal genau darauf, was passiert mit ihm, wenn du ihn parryst. Sag ich okay. Nur. Okay. Wir mussten in der Properties-Datei was ändern, damit wir es überhaupt abgreifen können in Fullscreen. Deswegen ist es vermutlich auf 40 FPS beschränkt. Zumindest meint das jemand auch vorhin im Chat. Dass es daran liegen könnte. Wo sind meine Habe ich meine Seelen verloren? Chat? Nee. Ah, nee, da sind sie. Oh Gott. Hä? Jetzt. Ach, ich darf nicht zu früh drücken, oder genau. Was? Das ist neu. Ach so. Das ist ja strange. Trotzdem habe ich das Timing noch nicht richtig drauf. Guck mal, hier schreibt Cyberhorse beim Repost kurz warten und dann ganz nah ran. Ah, dann habe ich ja sogar noch Zeit, in Zweihandmodus zu wechseln. Genau, also mehr Zeit. Geil, okay. So, das heißt, wir reisen jetzt mal irgendwo hin. Wo könnte es denn weitergehen hier? Jetzt haben wir dem aufgeschlossen. Wir können ja jetzt das kaufen. Warte mal, wir können doch das kaufen, wo man die... Nee, jetzt hast du doch 12.000 gekostet. Oh, scheiße. Dann sollen wir da wahrscheinlich noch nicht hin, ne? Okay, aber wo könnten wir jetzt weitergehen? Aber das ist eins, hast du auch Zeit, aber es ist Timing halt knapper. Wo können wir jetzt weitergehen? Okay. Loot ihn doch. Ja. Firebomb. Firebomb. Okay, wir könnten hier unten nochmal weiter versuchen runterzugehen. Wie kommt man denn auf den Loot drauf? Ach krass. Wie komme ich denn da hin? Da irgendwo, oder? Ja. Aber wie kommst du da hin? Gute Quest. Du musst irgendwie nach unten. Gut, nee, ich muss hier vielleicht hier oben. Ah, nee, oder? Lustig, wir sind jetzt einfach da rausklippen, sondern da runterlaufen. Wie kommt man da drüben hin? Nope. Der Mobs, er weiß es nicht, also er hat es nicht gesehen. Okay, da hat keine Attacke gerade gemacht.
Cool. Der hat keine Dingsattacke gerade gemacht. So, ich mache jetzt mal so, ich heile mich jetzt mal und mache den Run mit voll HP. Mhm. Beziehungsweise, vielleicht sollte ich vorher ausprobieren, mit wenig HP, ob ich durch dieses Feuer durchkomme. Das kannst du natürlich auch machen. Hast du mit ihr eigentlich auch schon geredet? Mit dem Verkäufer da? Ja, mit dem Verkäufer habe ich schon geredet. Okay. Auch mehrmals? Nee, glaub nicht. Guck mal hier. Mhm. Nice. Gerade eben hat es nämlich nicht geklappt. Oh, das ist ein cooler Attacke. Ist das R2? Nein, das ist der normale. Achso, wenn du blockst, oder wie? Nein. Oder allgemein? Das ist der ganz normale. Hä? Ah, okay. Was macht der? War der jetzt hingestochen? Hä? Bin ich besoffen? Okay. Cool. Seelen! Ah nein, die Seelen! Ich hab nicht dran gedacht. 1200 Seelen. RIP. Kann man einen Subscriber fragen, ob Matteo sich mittlerweile Speedruns von Dark Souls 1 angesehen hat? Ja, habe ich mir angesehen. Ich habe mir einen mit dem Glitch angesehen, wo man dann... Zu First Kill? Zu Gwyn glitcht? Genau. Das ist ein 17-Minuten-Run, ist das. Mhm. Und ja, einfach krass. Also einfach krass. Also ich weiß nicht, so Runs finde ich ein bisschen doof. Oder? Also ich finde am geilsten finde ich so All-Bosses-Runs. Wenn man wirklich sich so... in die Mechaniken der Bosse einarbeitet. Und die halt wirklich back first right immer. Okay, warum bin ich die ganze Zeit so komisch? Weil der Stamina low ist und die dich dann hitten. Und du, wenn du blockst. Okay. Nicht so eine krasse Range. So, kurz, du fällst hinten runter. Loot unter dir? Hollow Infantry Gloves. Okay. Hollows sind das? Mhm. Hast du dir Lore-Videos zu Dark Souls 1 angeguckt? Ich habe einmal so ein Video gesehen, wo die Lore erklärt wird, aber ich muss sagen, das war so ein Comic, so Dark Souls Lore in 3 Minutes oder so war das. Mhm. Und das war so schnell erklärt, dass ich das, dass ich nicht viel mehr verstanden habe. Also ich glaube, lange sogar noch Seelen. Irgendwie so 50 Stück. Oh, geil. Perfekter Jump. Oh, das ist ein richtiger Backstab. Stimmt, der ist geil mit dem Papier. Sag also wirklich an der Waffe. Ja. Geh mal ein bisschen runter, aber... Oh, falscher Knall. Wie bin ich hier gelandet? Ich weiß es auch nicht, aber hallo. Hallo. Willkommen hier bei Bunchmark. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Hallo Jungs. Jetzt wird die... Oh. Das war ein Troll. Also, der Rapier ist nice, aber irgendwie manchmal hat er so ein bisschen Wegfindungsstörungen. Das ist die Skull of the First Sin Edition, genau. Ja. Correct. Also, du sollst dir Prepare to Cry angucken. Lore-Videos. Ah, das ist doch von Vati, genau, oder? Genau, von Vati. Ne? Ja. Vati Vidya. Oh, fuck! Die hab ich mir auch ich muss ganz kurz noch mal, erstmal ganz kurz was testen. Hm. Okay. Hast du da schon drin? Was ist drin? Hast du da schon drin? Da ist das Feuer, Leon. Nein. Uah! Deswegen, da hast du das Feuer. Da war ich ja noch gar nicht das drin. Das hab ich gerade zu hell. Fuck! Was ist das? Ist das auch so ein Stein? Das ist so ein Typ. Guck mal, Crown ist da. Lol. Was? Ey, ohne Scheiß! Du lebst doch! Ey, ohne Scheiß, Crone erscheint und ich sterbe! Ist das irgendwie ein Troll? Also, wie funktioniert das? Kann mir das einer erklären? Jedes Mal, wenn Crone das Spiel betritt, bin ich dabei zu sterben. Also wirklich, das ist richtig krass. Was ist das denn für eine Kampfschildkröte? Crone der Todesengel. Cool. Guck mal, jetzt haben wir schon wieder ein neues Meme in Dark Souls 2. Wir haben Crone den Todesengel. LOL. Tschüss, Crone, da kommt er gerade, da kam er gerade runter, da ist er, an der Seite. Jetzt ist, glaube ich, auch gestorben. Er ist auch gestorben. Ey, wie geht das denn? Ohne Scheiß, Crone erscheint,
RIP. Geil. Okay, dann gibt es ja da einen Weg. Dann machen wir es mal so, dass wir jetzt... Aber kann ich meine Assets eigentlich erhöhen? Finde ich die auch, oder? I don't know. So, ich nehme die jetzt. Gravity in Dark Souls 2 ist so krass. Geniale Idee, auf 3 cm Baumstamm zu kämpfen. So, warte mal. Gehen wir hier drin. Setzen uns nochmal ganz kurz. Boah, wow, was ist das für eine Power-Rüstung? Alter, das war doch ein Black Knight Sword, oder? Oh, guck mal, ist das nicht der Sunbro? Der da? Oh. Der gerade saß. Oh, jetzt ist er weg. Nee, ist ja gar nicht Sunbro. Achso, und unten. Ess was. Ja. So, versuchen wir es nochmal. Aber dadurch, dass er halt so zusticht. Du musst echt erstmal mit, so, mit der Range drücken kommen und der Animation. Okay, das sind wirklich einfach 1 zu 1 die Hollows aus Dark Souls 1 nur mit Kleidung. Das Gefühl. Meinst du? Nee. Also, die haben so das gleiche Moveset, so dieses. Ja, ähnlich schon auf jeden Fall, aber also die. Und sie droppen Hollow-Sachen. Geh mir Hollow, irgendwas Gloves gedroppt. Gibt's hier nichts? Anscheinend nicht. Was ist das? Oh, das, da kommt doch bestimmt durch, oder? So eine Illusion-Wall. Okay, ich muss mich echt krass noch an den Rapier gewöhnen. Vom Fighting her. Vom Fighting her? Vom Fighting her. Oh, Matteo. Hm? Zeit neigt sich langsam auch schon den Ende, ne? Was? Echt jetzt? Wir haben noch so knapp 10 Minuten. Oh, nee. Das ist echt krass, wie schnell die Zeit rumgeht, Leute. Ich würde gerne nochmal versuchen, da unten reinzukommen. Das machst du jetzt im First Try. Sag's. Klar. Guck. Man muss halt wirklich nah ran mit dem Ding, ne? Ja. Macht doch gut Damage. Item. Das ist aber auch neu bei Dark Souls, dass die bei Dark Souls 2, dass die Gegner von der Attacke so rausgehauen werden, weißt du, dass die dann weiter zustechen kann und nicht, dass die ihre Attacke zu Ende machen, oder? Das ist einfach Poise. Ja, aber die. So, warte mal, bevor wir jetzt. Obwohl, lass sie erstmal fighten. So. Warte, schlag mal nochmal so zu. Ohne zu blocken. Ach so. Das ist ein anderer, oder? Ich glaub schon. Das ist so on guard. Jetzt block mal. Ja, das ist ein anderer. Der eine macht da so. Ja, die eine macht da von Step links, nach vorne. Die andere von rechts. Ja, und der macht einen Step nach vorne bei der normalen, ohne blocken. Stimmt. Hast vielleicht ein bisschen mehr Range. Ja, vielleicht sollte ich ohne. Ah, das sah ja ganz nice. War nämlich gerade ein Chat, Tipp auf Chat. Wer war's? Verdammt, ich seh's nicht. Namen von Helloki. Oder Helloki. Ach komm, ich bin auch nicht dabei. So, meine Estus. Wow! Alter, was war das denn? Mind blown. Die Attacke beim Blocken braucht doch mehr Stamina anscheinend. Oh oh. Ich weiß nicht, ob du den wirklich blocken kannst. Das war falsch. Ah, hat mal funktioniert. Also, das ist nur Havel-Flashback. Stimmt. Crow und schnell mehr in der Stadt gleich. Nice. Okay. Oh, Loot. Das finde ich wirklich nice, dass man dafür belohnt wird, ohne Block zuzustechen. Weißt du, weil sonst ist man die ganze Zeit im Blocken und dann ist einfach egal. Also warum sollte ich aufhören zu blocken? Aber so ist schon echt cool. Ach,
stimmt. Alter Schwede, ist ja richtig gut. Ja. Okay. Das ist die Feuerhülle und das ist die andere. Kann ich erstmal den hier rausbaiten? Gebaiten. Ey, ich bin doch gerollt, Freunde, ne? Ne. Scheiße. Nicht gut. Sich einmal heilen? Ja, würde ich eigentlich gerne. Ja, halt. Lass ihn zuschlagen und halt ihn dran. Das ist auch cool, du kannst dich bewegen, wenn du halt. Alter! Macht er. Der hittet auf jeden Fall hart, wenn er hittet. Oh. Alter. Hat sich richtig weggelegt. Home Run. Aber es hat nicht so selbst gemacht. Nice. Schön. Loot? Nee. Okay, dann können wir mal die Kühle erkunden, oder? Ja, dann holen wir uns mal die, schauen uns mal die Höhle an. Mal blockend rein. Okay. Okay, ich sag gerade, was ist das? Loot. Foot Soldier Shield. Hm. Was? Ein neues gutes Shield vielleicht? Guck mal. Oh ne, sieht nicht das so gut aus. Nee, ist schlechter. Ah, schade. Aber ich finde mein Buckler hier ist schon ganz cool. Ich bräuchte halt ein Schild, was 100% physical blockt. Du wirst die Höhle nochmal erkunden, meinst du? Ja, aber da sterbe ich doch jetzt einfach, oder? Aber du hast halt gerade so ein Effigy gepoppt, ne? Ja, deswegen. Kann man da irgendwo seitlich rein, um safe zu sein? Guck mal, wie weit du rein kannst. Also, es wollen die Attacks von ihm gehen. Guck mal, bis da so. Da. Oh, guck mal, da kann man doch schon an der Seite rein. Das sah aus wie eine Tür. Ich weiß nicht, ob du da reinkommst. Baitmaten? Oh. Okay. Holy shit. Zum Glück ist man invincible, wenn man die Tür öffnet. Geil. Okay, bis jetzt noch keine Mimik gehabt. Nee. Boah, Alter. Alter. Was ist das? Fire Longsword. Fire Longsword. Was? What? Guck mal, angucken. Ja. Da oben, das ist Feuerflamme. Macht weniger Damage. Aber macht plus 78 plus Feuer. 78 Feuerschaden. An Image Use. Okay. Was brauchst du? Warte, ich guck mal. Noch. Strength, brauchst du 10. Strength. Hast du gerade? Ich hab 8. Sehe ich denn das schnell? Hier nicht, glaube ich. Ich glaube, ich muss mit der Test gucken. Oder? 9. 9. Eine noch. Ja, easy. Komm jetzt mal ausprobieren zumindest. Ja. Okay, du sollst auch mal den Helm angucken, den du bekommen hast. Lass mir das durchlesen. Hast du keinen Helm? Helm? Ich glaube, du hast Handschuhe bekommen. Meint er nicht den Helm da? Ich glaube, du hast Handschuhe bekommen. Genau, die von dem Ding, glaube ich. Meint die, oder? Die hier, Old Ironclad Gauntlets. Old Gauntlets worn by Ironclad Soldiers. Provides high defense but extremely heavy. One day, warriors wearing decrypted armor emerged from Drangelic Castle and quietly assumed positions amongst the royal army. Not one of them ever spoke a word or revealed the face under the mask. Okay. Was haben die für Stats? Die sind auf jeden Fall sehr krass. Aber die sind auch sehr heavy, oder? Ja. Guck mal, da unten ist jetzt eine Prozentanzeige. Ach krass! Und die werden dann auf. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwer. 27. Ich habe noch gar nicht gesehen, wie hier so eine Mid-Roll oder eine Heavy-Roll aussieht. Ja. Alter. Was laufen wir hier? Nice. Okay. Okay, Matteo, wir haben jetzt 56. Guck dich nochmal kurz um, ob du hier irgendwas findest. Ja, ich schau mich nochmal um. Ich setze mich schon mal nach hinten und lies nochmal die letzten Subs vor, die reingekommen sind. Das wäre super. Kann ich hier rein irgendwie? So, was haben wir denn hier? Letztes Mal Mac Fischer. Vor 28 Minuten Kev Karules hat mit Prime für 3 Monate gesubbt und schreibt, wie Matteo mit einem T und H einfach das Spiel im First Try durchzieht, ist allererste Sahne. Doppelpunkt 3. Dankeschön. Und Whopperman86 hat mit Prime gesubbt. Oh, und gerade jetzt Karl-Klammer mit Prime für 5 Monate und schreibt Hashtag Hellfire. Vielen, vielen Dank.
So, ich weiß aber nicht, ich weiß nicht, wie es hier weitergeht. Wir müssen da mal irgendwie gucken. Ich würde da irgendwie gerne hoch, aber warum ist da keine Leiter? Hm. Oder ist da eine Leiter? Ich habe sie noch nicht gesehen, Leute. Nee. Nee. Gehen wir die Leiter hier rechts hoch? Ja, da komme ich ja wieder einfach da hin. Aber ich mach's mal. Ob es da was gibt. Hast du komplett umgeguckt überall? Da warst du noch so eine Treppe bei dem Händler. Warst du da oben schon? Eine Treppe bei dem Händler? Ja? Bei welchem Händler? Beim Händler oben beim Bonfire. Da war eine Treppe? Ja, da war doch so eine Steintreppe. Okay, dann gehe ich da nochmal hin. Bist du einfach so? Was? Bist du erstmal so blind? Ja. Geil. Das mag ich in dir. So. Wir gehen da noch hin. Und Rainer Kalmont hat gerade nochmal 5 Euro Trinkgeld da gelassen und schreibt: Tipp, aus dem Stand B drücken für einen Schritt rückwärts. Gut zum Ausweichen, das schneller als eine Rolle. Vielen Dank fürs Trinkgeld und vielen Dank für den Tipp. Ja, danke schön. Dankeschön. Oh! Oh, der ist tot. Ja, der ist tot, aber dahinter ist nicht tot. Oh, das Ding ist voll geil, wenn man es nicht blockend benutzt. Barrier of Sniper? Ja, da oben ist auch dieser Typ. Lol. Feuerbomb in dein Gesicht. Pass auf, die Feuerbombe. Ich geh da mal hoch. Geh hoch zum Bomb. Du hast gerade wieder 2200 Seelen. Oh, 2200 Seelen, Freunde. Das heißt, wir müssen einen Parry versuchen. Chill. Hast du den? Den hast du auch schon gelegt. Oh, scheiße. Na gut, dann kein Parry versuchen. So, warte mal. Hier links, meinte ich. Nee, das ist rechts, Matteo. Stimmt. Da ist links. Ach, lol! Ernsthaft, wie hast du das übersehen? Das habe ich nicht gesehen! Das ist kein Joke! Ich sehe das nicht! Ich bin aber der blindeste Mensch der Welt. Richtig krass. Okay, gut, aber das ist ein guter Aufstiegspunkt. Genau. Also, so, das war's jetzt mit der ersten Session Dark Souls 2. Vielen Dank an Leon, dass er dabei war. Vielen Dank an Maurice für die Regie. Der hier Regie einfach so gemacht hat. Voll nice von mega dir. Gut. Danke. Vielen Dank an die ganzen Leute, die gesubbt haben. Es waren unfassbar viele. Wir konnten nicht anfangen. Und die ganzen Trinkgelder. Ja, also keine Ahnung. Aber richtig krass. So, morgen geht's hier weiter um 10 Uhr. Mit wem? Mit Gino. Und Zelda. Breath of the Wild. Genau, danach kommt Leon 14 dazu. Uhr. 14, 15 Uhr ungefähr. Genau, dann kommt Leon dazu und ich spiele Dragon Ball Fighter Z. Da muss ich reingucken. Dann ab 18 Uhr komme ich hierher und dann spiele ich Faster Than Light auf Hard. Den Run weiter, ne? Genau, den Run weiter. Und wenn ich da sterbe, bis 20 Uhr spiele ich Faster Than Light. Und um 20 Uhr geht's endlich wieder weiter mit Dark Souls 2. Also auf jeden Fall einschalten. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und wir sehen uns morgen. Die letzten Worte. Ach so, stimmt, die letzten Worte. Wo ist Chat? Ich kann, wenn ich Chat nicht sehe, geht hier gar nichts. So, da unten ist Chat. Hier ist Chat. Ja, da ist Chat. Ich hol Chat kurz. Okay, hol die letzten Worte. Du machst die letzten Worte, Leon. Ich hol Chat. Die letzten Worte gehören heute mal wieder wie immer der Geräte. Und diese sagt Dr. Edgar heißt mit Vornamen August. August, meinst du? August! Na gut, vielleicht jetzt auch September. Möchtest du auch noch letzte Worte vorlesen? Nein, oder? Okay, dann verabschieden wir uns und... Hab euch lieb!